Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die hohen Inflationsraten im vergangenen Jahr, das hat nicht nur die Länder in der Eurozone beschäftigt, sondern auch die USA. Seit Jahresanfang gibt es ein milliardenschweres Inflationsbekämpfungsprogramm in den USA. Wie reagiert die Europäische Union darauf? Darum soll es gehen. Patricia Lips für die Union. Der amerikanische Präsident, ein Gesetz zur Inflationsbekämpfung. Und doch ist es auch eine Reaktion unter anderem auf die großen geopolitischen Veränderungen, die auch wir verspüren. Im Mittelpunkt des Gesetzes stehen demgemäß milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz, erneuerbare Energien, saubere Technologien, so weit, so gut. Nichts, was wir nicht auch unterschreiben würden. Das Problem beginnt da, wo finanzielle Unterstützung an die Produktion auf heimischem Boden vorgeschrieben wird, wo durch Maßnahmen Protektionismus der Boden bereitet und der für uns elementare Freihandel beeinträchtigt wird. Und natürlich ist es auch die Wucht des finanziellen Volumens insgesamt, das dahinter steht. Inzwischen ist das Gesetz in Kraft. Wettbewerbsverzerrungen drohen. Die Zukunft Europas als Investitionsstandort ist gefährdet. Abwanderungen von Unternehmen und mit ihnen natürlich Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Know-how können die Folge sein. Die Angst vor einem Subventionswettlauf in und außerhalb Europas macht die Runde. Darauf braucht es eine Antwort. Selbstverständlich. Also, was ist die Antwort des wirtschaftlich stärksten Landes in Europa in dieser auch für es selbst essentiellen Frage? Gibt es eine Gesamtstrategie der Bundesregierung, nicht nur in eigener, sondern vor allem auch in Verantwortung für Europa, fast ein halbes Jahr nach der Unterzeichnung des Gesetzes? Ich sage dies im Übrigen auch aus Respekt vor der Arbeit und Zuständigkeit hier in diesem Hause. Oder schauen wir erst einmal mehr oder weniger einfach nur zu, wie sich die Dinge entwickeln? Kolleginnen und Kollegen, hier geht es nicht um die befristete Bewältigung einer weiteren Krise, wie wir es ja kennen, sondern am Ende um tiefgreifende, dauerhafte wirtschaftliche Weichenstellungen mit allen Auswirkungen auch in andere Bereiche hinein. Eigentlich ein weiteres Element mit der Überschrift Zeitenwende. Die EU-Kommission wird in den kommenden Tagen hierzu Vorschläge machen. Erste Überlegungen sind bekannt. Frankreich hat ebenfalls bereits eigene, sehr konkrete Vorstellungen in diesen Tagen skizziert. Man muss wahrlich nicht mit allen Punkten einverstanden sein, aber es liegt wenigstens was auf dem Tisch. Die deutsche Bundesregierung? Wir hören einmal mehr fast nichts. Deshalb auch unsere Initiative, unser Antrag, unsere Vorschläge in einem europäischen Kontext als eine Reaktion auf das Vorgehen in den USA. Kolleginnen und Kollegen, dabei sollten wir eine europäische Strategie, aber gerade nicht als Konter gegen die USA verstehen. Wir brauchen eine starke transatlantische Partnerschaft. Das haben uns doch gerade die letzten Monate einmal mehr gelehrt. Ich will sogar noch weitergehen. Ganz unabhängig von dem Vorgehen in den USA sollten auch wir selbst zu einer Strategie kommen. Wir alle stehen doch vor derselben Herausforderung. Den Aufbau einer klugen Gesamtstrategie auf die weltweiten Herausforderungen unserer Zeit sollten wir deshalb auch als Chance für uns selbst begreifen. Dazu gehört natürlich der Dialog mit den USA aus dem aktuellen Anlass heraus, um einen Handelskonflikt und ruinösen Subventionswettlauf zu vermeiden. Dazu gehören aber auch Partnerschaften in und außerhalb Europas, gerade bei Energie und Rohstoffen, Handelsabkommen proaktiv geschlossen. Dazu gehören starke Anreize für Investitionen, ebenfalls in Klimaschutz, saubere Technologien. Ich ergänze jedoch vorwärtsgewandt mit offenem Blick für neue Möglichkeiten. Das gilt ebenso für digitalpolitische Regulierungen und Weichenstellungen. Dazu gehört aber ausdrücklich nicht die Aufnahme neuer EU-Schulden mit immer neuen Fonds und Töpfen. Ich möchte auch einfach mal daran erinnern, wir vergessen das allzu mal, Schulden sind auch Inflationstreiber. Es stehen aus der Vergangenheit noch hinreichend Finanzmittel zur Verfügung. Lassen Sie uns diese besser als bisher nutzen. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen insgesamt schneller werden. Reaktionen auf etwas allein sind keine Lösung.
Es drängt sich jedoch auch in dieser Frage einmal mehr der Eindruck des Zögerns und Zauderns unseres Landes regelrecht auf. Es wartet aber keiner auf uns oder wahlweise auf zähe Abstimmungsprozesse innerhalb der Regierungskoalition. Deshalb legen Sie los, lassen Sie die Menschen und Unternehmen in diesem Land teilhaben an ihren konkreten Vorstellungen. Es geht um nicht weniger als um unsere Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und damit die Sicherung unseres Wohlstandes. Die Menschen haben es verdient. Unsere Vorschläge jedenfalls liegen nun auf dem Tisch. Vielen Dank. Ja, sagt Patricia Lips für die Unionsfraktion. Und der Antrag, der dieser Debatte zugrunde liegt, von der Unionsfraktion, der ist überschrieben: eine europäische Antwort auf das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung geben, den Standort Europa stärken. Hören wir mal, was der nächste Redner aus den Reihen der Sozialdemokraten dazu zu sagen hat, Markus Tünz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es geht heute um den Inflation Reduction Act und es geht darum, welche Antwort wir darauf finden. Aber vielleicht ein paar Vorbemerkungen. Die USA schwenken endlich auf einen internationalen Weg zum Klimaschutz ein. Das ist richtig. Das können wir erstmal begrüßen. Das ist ein großer Erfolg, auch für den amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Er muss hierbei die verfehlte Politik seines Vorgängers revidieren. So weit, so gut. Aber was bedeutet es denn? Inhaltlich ist es die richtige Politik. CO2-arme Technologien sind auf dem Weg, Subventionen für Verbraucher. Klar ist aber auch, die US-Industrie muss sich erst einmal auch darauf einstellen. Sie muss auch Industrie entwickeln. Und sie stellt sie deshalb unter einen besonderen Schutz. Und das müssen wir uns genau angucken. Inwieweit können wir auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den USA davon profitieren, und zwar als Europäer? Die USA sind offen für Gespräche, die Kommission führt diese, und das ist an dieser Stelle auch richtig. Es gab erste Erfolge bei den europäischen Elektroautos, können auch von dem Bonusprogramm in den USA profitieren. Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sollten hier, und das möchte ich dann doch noch mal sagen, auch keine Konflikte herbeireden. Es geht hier zunächst um politische Abstimmungsprozesse in diesem Zusammenhang. Und was mich immer so ein bisschen verwundert, ist diese in Deutschland gerne verbreitete Panik. Wenn irgendwas international in Handels- oder Wirtschaftsfragen passiert, dann denken wir immer sofort, wir werden abgehängt, unser Wohlstand gerät in Gefahr. Ich sage mal ganz offen, etwas mehr Gelassenheit, etwas mehr Ruhe und dann auch mit den richtigen Antworten darauf zugehen. Deutschland ist innerhalb dieser Europäischen Union natürlich eine große wirtschaftlich, die größte Wirtschaftsmacht in dieser Europäischen Union. Aber die Europäische Union ist für uns der wichtige Standpunkt für alles. Daran arbeiten wir. Und wie Sie sicherlich wissen, hat die SPD-Fraktion sich klar positioniert. Wir brauchen eine aktive Industriepolitik. Wir brauchen eine Industriepolitik, die den Wandel zu einer klimaneutralen, zu einer CO2-freien Industrie schafft. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir mit der Europäischen Union gehen sollten und gehen werden. Deshalb braucht es auch europäische Investitionen. Nicht unbedingt zwingend, aber wir müssen gucken, wo wir sie brauchen. Und da müssen wir genau hingehen. Und es gibt mehrere Ideen dazu. Charles Michel hat vorgeschlagen, dass wir frisches Geld brauchen. Man muss mal schauen, wie wir das machen und ob wir das machen. Aber ich will an der Stelle nur eines bemerken. Wir müssen irgendwann uns auch mal darauf verständigen, auch hier, inwieweit denn die Eigenmittel der Europäischen Union gestärkt werden oder nicht, also wie wir sie finanzieren. Das ist eine zentrale Frage. Und ob es über Kredite oder über andere Eigenmittel geht, darüber wird man reden müssen. Oder um Restmittel, die beispielsweise auch noch zu verausgaben sind. Aber jetzt komme ich mal zum Antrag der CDU. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, Sie identifizieren ja die richtigen Probleme. Aber wer diese lösen will, darf sich frischem Geld und neuer EU-Finanzinstrumente auf EU-Ebene eben nicht verwehren. Das haben Sie vorhin nämlich gemacht. Das ist dasselbe, was Sie hier seit einem Jahr machen. Sie fordern, 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 aber eine Finanzierung legen Sie nicht auf den Tisch. Nichts ist davon wirklich hier sichtbar. Jetzt ist der Zeitpunkt, übrigens, das ist meine Überzeugung, die EU zu stärken. Wir brauchen sie krisensicher.
Und deshalb müssen wir uns auf diesem Weg in dieser Zusammenhang machen. Dafür müssen wir uns auch von, müssen wir auch von alten Gewohnheiten abweichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU als Garant für Frieden und Wohlstand ist kein Selbstläufer. Und deshalb nicht nur den Binnenmarkt schützen, die Industrie umbauen, und zwar klimaneutral, CO2-frei, und das übrigens auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Welt. Deshalb ist es gut möglich, dass wir mit unseren amerikanischen Freunden darüber auch reden und auch Lösungen finden. Und wir können das sehr selbstbewusst machen als Deutschland innerhalb der Europäischen Union, weil wir nämlich einen großen und wirklich starken Binnenmarkt haben. Wir sollten da nicht nervös werden und keine Angst zeigen, sondern konstruktiv nach vorne denken und arbeiten. Vielen Dank. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege. Tönz, ganz langer Moment, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Malte Kaufmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die aktuelle US-Regierung stärkt nun mit dem Inflationsbekämpfungsgesetz die eigene Wirtschaft. America first lautet dort die Devise, nicht erst unter Biden, das war ja auch schon unter Trump so. Und hier in Deutschland hat man manchmal den Eindruck, das Motto heißt Germany last. So hat man wirklich auch beim Vorredner den Eindruck. Hier verkünden linksgrüne Ideologen stolz die weitere Erhöhung der Energiekosten, insbesondere durch ihre absurde CO2-Steuer, und erfreuen sich daran, Bürger und Unternehmen mit immer neuen bürokratischen Regeln zu gängeln. Stichwort Lieferkettengesetz, kürzlich eingeführt. Dementsprechend nimmt der Exodus aus Deutschland Fahrt auf. Und das betrifft keineswegs nur Großkonzerne wie die BASF am Standort Ludwigshafen bangen im Moment 39.000 Menschen um ihren Arbeitsplatz. Nein, das ist zunehmend auch ein Thema für den Mittelstand. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass für viele dieser Schritt ins Ausland, zum Beispiel USA, nicht mehr weit ist. Diese Unternehmer halten die Idiotie der hiesigen Politik einfach nicht mehr aus. Sie verstehen nicht, wie man in der aktuellen Energiekrise die verbliebenen Kernkraftwerke aus ideologischer Verbohrtheit einfach abschalten will. Die USA machen jetzt das genaue Gegenteil. Sie verankern die Kernkraft auf Dauer im Energiemix ihres Landes. Auch das ist Teil des Inflation Reduction Act. Sie wissen nämlich, dass diese saubere und günstige Art der Stromerzeugung notwendig ist für bezahlbare Energie im eigenen Land. Das wissen auch viele Nachbarn von uns, Belgien, Frankreich zum Beispiel, Großbritannien, ja selbst in den Philippinen, in Japan, überall setzt man auf Kernenergie. Und in Frankreich hat man jüngst ein Gesetz zum beschleunigten Bau von Kernkraftwerken beschlossen. Bei uns undenkbar, solange Sie von den Grünen hier in Regierungsverantwortung sind. Der Gipfel der grünen Doppelmoral besteht übrigens darin, dass der grüne Chef der Bundesnetzagentur, Herr Müller, gemäß Medienberichten jüngst seine Freude geäußert hat über jedes AKW, das am Netz ist. Ja, genau, er meinte die französischen AKWs, hat er so gesagt, nicht die deutschen. Offenbar, und das ist doch eine Schizophrenie, scheint Atomstrom für die Grünen dann unproblematisch zu sein, wenn er im Ausland erzeugt wird. Im Ausland günstiger Strom, aber bei uns Mondpreise, das ist die Realität Ihrer Politik. Dank Ihrer Ideologie können wir in Deutschland nur neidisch auf die Strompreise andernorts schauen. Beispielsweise Frankreich, französische Unternehmen zahlen 16,4 Cent pro Kilowattstunde, Beispiel aus dem letzten Jahr. In USA 12,4 Cent, in Deutschland unfassbare 42,3 Cent. Und für die privaten Haushalte sogar noch mehr. Meine Damen und Herren, grüne Politik zerstört unsere Industrie und damit die Basis unseres Wohlstandes. Der Abstieg unserer Wirtschaft wird durch eine jüngst erschienene Studie des ZEW aus Mannheim untermauert. Wir sind jetzt abgerutscht auf Platz 18 von 21
Industrienation. Das ist ein Desaster. Wenn nicht sofort wieder Vernunft einkehrt in die deutsche Regierungspolitik, werden Unternehmen massenhaft ins Ausland abwandern. Vielleicht ist das, was Sie unter Transformation verstehen, Abwanderung von deutschen Unternehmen vom Inland ins Ausland, weil sie die Nase voll haben von explodierenden Kosten, immer mehr Bürokratie und auch einer nicht mehr vorhandenen Planungssicherheit. Meine Damen und Herren, hoffentlich wird die Ampel bald durch die Wähler abgeschaltet. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Als nächster hat das Wort der Kollege Felix Banaschak, Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Inflation Reduction Act stellt Europa und Deutschland auf die Probe und vor große Herausforderungen. Und auf einige der Herausforderungen und Gefahren will ich gleich auch eingehen. Aber man kann ja viel darüber spekulieren, ob alles WTO-konform ist oder nicht, und darüber viel Zeit verbringen oder auch verlieren. Man kann sich auch darüber ärgern. Aber meine Damen und Herren, sich über etwas zu ärgern, ist ja noch keine Politik. Lassen Sie uns über Politik reden. Die deutschland-europäische Antwort auf das, was in den USA beschlossen ist, das kann doch auch die Ergreifung einer Chance sein. Denn es ist doch zunächst einmal eine Chance. Es ist doch zunächst einmal eine Chance, dass sich die größte Industrienation der Welt auf den Weg macht, beim Ausbau der Erneuerbaren und bei Transformationstechnologien nach vorne zu gehen. Und es ist doch das Recht der US-amerikanischen Regierung und des Kongresses, kluge ökologische und ökonomische Entscheidungen zu treffen und diese Transformation voranzubringen. Und es ist genauso auch das Recht, unkluge ökonomische und ökologische Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise Atomkraft voranzubringen. Alles das Recht der Amerikanerinnen und Amerikaner. Und wenn man sich darüber auseinandersetzt, was hier jetzt die Antwort ist, dann finde ich interessant, Frau Lips, dass Sie ein paar Aspekte, die eigentlich den Kern dieses Inflation Reduction Act ausmachen, nämlich eben die Transformation voranzubringen, dann doch wieder nur am Rande angesprochen haben. Was machen wir in Europa und in Deutschland als Antwort darauf? Na ja, genau doch auch das, dafür zu sorgen, dass noch mehr als jetzt eh schon erneuerbare Transformation, Wasserstofftechnologie, Netzausbau, dass all das vorangebracht wird, dass wir eine aktive Industriepolitik für die Transformation, in diesem Sinne eine grüne Industriepolitik für gute Arbeit in den Zukunftsbranchen voranbringen. Aber Sie haben ja vollkommen recht. Sie haben ja vollkommen recht. Es gibt auch die Gefahr von Abwanderung von diesen Technologien in andere Länder, nicht nur in die USA, sondern auch in China. Wir haben damit die Erfahrung gemacht. Wir hatten mal in Deutschland eine prosperierende Solarindustrie unter einem Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Die blüht auch noch prosperierend unter einem Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Und dann kam Peter Altmaier. Und dadurch, dass er die Entscheidung mit Ihrer Fraktion gemeinsam getroffen hat, diese sich auf dem Weg zur Marktreife befindliche Industrie abzuwürgen, künstlich abzuwürgen, ist nicht nur wichtige Wertschöpfung in Deutschland verloren gegangen. 95% der Solarindustrie heute in China, auch eine Gefahr für unsere Souveränität in geopolitischen Auseinandersetzungen. Sie haben damit bewusst Zehntausende von Arbeitsplätzen vernichtet. Diesen Fehler dürfen wir nicht erneut machen. Das, was mit der Solarindustrie passiert ist, das dürfen wir bei Wasserstoff, das dürfen wir bei all den anderen Industrien, die jetzt sich bilden, die wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen und damit gleichzeitig Wohlstand und Wertschöpfung und auch Wirtschaftswachstum zu generieren, nicht wiederholen. Wir haben uns damals falsch entschieden als Bundesrepublik. Diesen Fehler machen wir in der Ampel nicht erneut. Und deswegen werden wir nicht nur uns mit klugen Vorschlägen des Bundesfinanzministers, beispielsweise die richtigen Anreize mit Superabschreibungen für ökologische und digitale Güter beschäftigen, sondern beispielsweise auch mit dem, was im Wirtschaftsministerium gerade vorbereitet wird, mit den Klimaschutzverträgen für Stahl, für Chemie, für Zement, um auf diesem Weg zur sich lohnenden klimaneutralen Produktion die Kosten auszugleichen, die gerade noch höher sind, die sich dann ausgleichen werden. Und ich bin ja ein politisch interessierter Bürger dieses Landes, und als solcher habe ich mich entschieden, den Newsletter des Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU zu abonnieren, die März-Mail. Dort hat er vor Weihnachten geschrieben, in einem Anfall allgemeiner Schelte an der Regierung, mit diesen Klimaschutzverträgen würde diese
diese Bundesregierung Staatswirtschaft betreiben und Industrien peppeln, die ansonsten keine Chance hätten. Ich finde, das sollte man sich in der Stahlindustrie, in der Chemieindustrie, in der Zementindustrie zugute führen. Das ist die Position von Herrn Merz. Er möchte nicht, dass diese Industrien eine Chance haben. Wir werden dafür sorgen. Vielen Dank. Sagt Felix Banatschak hier für die Bündnisgrünen. Ja, das Inflationsbekämpfungsprogramm der USA hat ein Volumen von 369 Milliarden Dollar an Steuerrabatten und Subventionen. Und viele Politiker in Europa fürchten, dass hiesige Unternehmen angesichts dieser großzügigen Zuschüsse in die USA abwandern könnten. Deutschland nicht aufrechterhalten können. Wir brauchen einen starken Industriestandort Deutschland und Europa. Und deshalb müssen wir schon die Sorgen, die es in der Industrie gibt, über Deindustrialisierung schon sehr ernst nehmen. Und dass wir abgestiegen sind auf Platz 18, was die Standortbedingungen angeht, ist ein Weckruf. Aber der Blick in die Zeitungen jeden Tag sollte weitere Weckrufe sein, wo viele Unternehmen ankündigen, mehrere tausend Arbeitsplätze abzubauen. Und in diesem Gesamtkontext müssen wir auch sehen, was andere Länder machen. Aber es nützt nichts, nach der WTO zu rufen oder zu lamentieren, sondern wir müssen uns mal anschauen, was macht denn Amerika? Sie nehmen enorme Summen in die Hand, um in eine klimaneutrale Wirtschaft zu investieren. Und sie verbinden das mit Jobs im eigenen Land, die auch noch gut bezahlt werden sollen. Ich würde sagen, als Linker und auch als Gewerkschafter, bitte nachmachen. Das muss unsere Antwort sein. Auch wir brauchen endlich eine aktive Industriepolitik. Auch wir brauchen dringend viele Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Industriestandards Deutschlands. Und dafür brauchen wir auch endlich nicht nur einen Klima- und Energieminister, sondern wir brauchen, Herr Habeck, auch endlich einen Wirtschafts- und Industrieminister in diesem Land. Der DGB und die Industrie haben schon vor 3 Jahren gefordert, wir brauchen mindestens zusätzliche Investitionen von 500 Milliarden in den sozialökologischen Umbau. Damals wurde immer gesagt, machen wir nicht, insbesondere von der Union musste immer die Schuldenbremse und alles eingehalten werden, hat man die Investitionen verschlafen, das rächt sich bitter. Und das ist eine Antwort auf das, was jetzt passieren muss. Wir brauchen dringend zusätzliche Investitionen in diesem Land, um die Standardbedingungen zu verbessern, um Infrastruktur zu verbessern, um Bildung zu verbessern, damit Deutschland als Industriestandard wieder lukrativer wird. Der zweite Punkt ist aber auch, dass wir ganz dringend auch darüber nachdenken müssen, wie wir eine Antwort geben, damit die Industrie, die sich jetzt möglicherweise in den neuen Technologien in den USA oder auch in China ansiedeln, wie wir die nach Europa bekommen. Wir haben ja Anfänge mit den IPCEI-Projekten. Die müssen aber auch ausgedehnt werden. IPCEI zum Beispiel ist auch die Batteriezellenfertigung in Deutschland ansiedelt. Solche Projekte müssen ausgedehnt werden. Und was wir auch brauchen, dass diese Genehmigungsverfahren endlich beschleunigt werden. Wenn in Amerika innerhalb von 4 Monaten umgesetzt werden kann, aber bei uns dauern diese Entscheidungen über 2 Jahre, dann ist das ein Standardnachteil für Deutschland. In Europa. Das kostet Arbeitsplätze der Zukunft. Da muss endlich was gemacht werden. Und Herr Habeck, neben den Sonntagsreden, die Sie hin und wieder da halten dazu, muss endlich auf europäischer Ebene auch gehandelt werden. Und jetzt wird schon wieder der Streit, geht schon wieder Streit los. Machen wir lieber gar nichts, wie uns mit den Franzosen zum Beispiel zum Motor dieser Entscheidung zu machen. Ja, die Franzosen würden gerne auch mehr Geld in die Hand nehmen. Und da wird unser Finanzminister schon wieder unruhig und sagt, es gibt keine neuen Schulden und so weiter. Lassen Sie doch endlich uns auch die Fiskalregeln in Europa so verändern, dass eine goldene Regel eingesetzt wird. Dass Zukunftsinvestitionen zum Beispiel in den Klimaschutz, dass die nicht in die Verschuldungsregeln mit eingerechnet werden. Das sind doch notwendige Investitionen, die nicht nur das Klima schützen, sondern auch Arbeitsplätze bringen in Europa. Das müsste doch jetzt auch die Antwort sein auf das Programm der Amerikaner. Deshalb bitte handeln und nicht zuschauen. Und ein allerletztes, das wurde doch von keinem Redner hier heute erwähnt. Die Amerikaner haben tatsächlich reingeschrieben in das Projekt. Sie wollen nur dort Arbeitsplätze auch schützen und unterstützen, wenn sie gut bezahlt sind und wenn es Union-Jobs sind, also gewerkschaftlich organisierte Jobs. Wo sind bei uns IPCEI-Projekte, Herr Habeck, wo wir das an Verbindungen knüpfen, dass eine Tarifbindung hergestellt wird, dass Mitbestimmung hergestellt wird und dass möglicherweise auch schnell Betriebsräte gewählt werden? Das müsste auch unsere Antwort sein. Investitionen mit guter Arbeit verbinden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Schön, Herr Bürgermeister, dass Sie mir mitstoppen, aber wir haben hier eine laufende Uhr. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP-Fraktion.
Weiter geht's nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bin ganz überrascht, Herr Kollege Ulrich, dass die Linke die USA wirtschaftspolitisch zum Vorbild nimmt. Das ist wirklich Zeitenwende. Das muss ich sagen. Also da mehr davon. Ich könnte mir das in ein paar anderen Feldern vorstellen. Da gäbe es so die Frage von Rüstungs- und Ukraine-Politik zum Beispiel. Wenn wir uns den IRA angucken, wenn wir uns den Inflation Reduction Act, die Antwort der USA auf die aktuelle Krise und die aktuellen Herausforderungen angucken, dann muss man ein paar Dinge, glaube ich, einmal klarrücken und auch so ein bisschen in den Kontext setzen. Es sind 360 Milliarden, die vornehmlich über Steuererleichterungen an die Unternehmen ausgeschüttet werden. Und zwar über 10 Jahre, also ungefähr 36 Milliarden im Jahr. Es ist, wenn man das mal so runterbricht, jetzt auch nicht unendlich viel, vor allen Dingen bei einer Volkswirtschaft der Größe. Und das Wichtige ist, dass sie in Zukunftstechnologien wie Carbon Capture and Storage, wie Wasserstoff, und zwar in all seinen Farben, und jede Menge anderer Industrieproduktionen Geld investieren. Und das ist klug, das ist gut, und das ist auch sinnvoll. Und ich habe auch gar kein Problem damit. Ich glaube, wir reden viel zu oft, viel zu negativ über Wirtschaftswachstum in anderen Ländern. Am Ende profitieren wir auch davon, wenn in den USA die Wirtschaft wächst, weil wir enge Partnerschaften haben. Aber wir müssen eine Menge Dinge gemeinsam mit den USA machen. Und es gibt quasi drei Wege, wie wir jetzt damit umgehen könnten. Wir könnten uns hinstellen und wie so ein kleines Kind mit den Füßen aufstapfen und sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt in einen Handelskrieg mit den USA, weil die haben sogenannte Local Content Rules, also die haben Regeln dafür, wer welche Sachen innerhalb dieses IRAs, innerhalb dieses neuen Aktes verkaufen darf. Und wir könnten sagen, Mensch, dann ist jetzt Handelskrieg wieder angesagt. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Es hilft uns nicht, es bringt uns auch nicht weiter und es geht auch dem anderen nicht. Wir könnten auch zu zweites sagen, das ist die Antwort, die ich jetzt an unterschiedlichen Stellen gehört habe, wir nehmen einfach mehr Geld auf und versuchen staatlich gelenkt mehr Industrie anzusiedeln, mehr Industrieproduktion umzumachen. Aber wenn man sich das als Antwort anguckt, dann würde das auf einer ganz anderen Ebene antworten, weil, wie gesagt, dieser Inflation Reduction Act, der regelt vor allen Dingen viel über Steuermittel und es geht um die Inflationsbekämpfung. Wenn wir also jetzt mehr Geld aufnehmen würden, mehr staatlich Schulden machen würden, würden wir genau dem zuwiderlaufen, was wir tun müssen, nämlich Inflation bekämpfen. Und Inflation in diesem Land ist immer noch eine Riesensorge. Und deswegen geht auch das nicht. Der Weg ist uns auch verwehrt. Also gibt es einen dritten Weg. Wir können das Ganze als Chance begreifen. Weil das eigentliche Risiko in dieser Neupositionierung der USA liegt doch an einer ganz anderen Stelle. Die USA haben mit China auf der letzten COP ein Race to Zero angestrengt. Also sie wollen CO2-neutral werden und dazu schnell die Rahmenbedingungen, die Standortfaktoren bei sich zu Hause so schaffen, dass das die Industrie auch hinkriegen kann. Und ich glaube, das ist die Debatte, die wir in diesem Land führen können. Wie kriegen wir Standortfaktoren, wie kriegen wir eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik so hin, dass wir bei diesem Rennen dabei sind, dass wir bei diesem Rennen nicht nur dabei sind, sondern ganz vorne an der Spitze sind. Und da müssen wir über die Frage des Standorts Deutschlands reden. Da müssen wir über die Frage von Fachkräften reden. Die Frage von Arbeitsplätzen und Arbeitsmarktsituationen, aber genauso auch über die Frage von Steuern und Unternehmensbesteuerung, von günstiger CO2-neutraler Energie. Und das sind alles Rahmenbedingungen, die wir hier schaffen müssen. Und dieser IRA, der ist ein Aufruf an uns, diese Dinge schnell und gezielt hinzubekommen. Aber er ist auch ein Auftrag an uns, die Handelspartnerschaft mit den USA zu stärken. Jetzt freue ich mich, dass die Union das hier aufgesetzt hat und einen Vorschlag mitbringt. Aber der Einstieg von Ihnen war, glaube ich, ein bisschen verfehlt, weil Sie haben gesagt, Sie wüssten nicht, was die Ampel da macht. Naja, also wir haben eine neue Handelsagenda beschlossen und die dann auch noch mal neu aufgelegt, in der wir explizit sagen, wir wollen eine transatlantische Partnerschaft und die wollen wir so schnell voranbringen, dass wir wirklich einen Handel miteinander gemeinsam regeln. Wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen die Standortfaktoren so organisieren, dass wir gut durch die Krise kommen und unser Wirtschaftswachstum organisieren. Und ich glaube, das ist der wesentliche Teil. Das haben wir schon längst angegangen. Deswegen müssten Sie sich da vielleicht gar nicht mehr so viel Sorgen machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Köhler. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Klaus Wiener, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was zunächst harmlos klingt, hat es in sich der amerikanische Inflation Reduction Act. Damit sollen in den USA die Inflation und der CO2-Ausstoß merklich reduziert werden. Und dies,
so die Befürchtung vieler, mit Subventionen zulasten ausländischer Anbieter. Bevor dies aber allzu kritisch gesehen wird, und das klang ja hier gerade auch schon mal an, muss eines festgehalten werden. Es ist natürlich richtig, dass die USA ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Und richtig ist auch, dass mit allen Mitteln die Inflation bekämpft wird. Denn nichts ist unsozialer als eine hohe Inflation. Und bei der aktuellen Inflation sind die Energiepreise nun mal ein wesentlicher Treiber. Da macht es schon Sinn, das Energieangebot deutlich zu erhöhen durch gezielte Anreize. Und genau da könnte die Ampel auch von Amerika lernen. Die Vereinigten Staaten haben jede Menge Öl und Gas. Sie exportieren ja sogar beides und wir importieren ja jetzt auch viel. Das heißt, Sie haben das ja auch inzwischen deutlich mitbekommen. Das heißt, eine Energiemangellage oder gar explodierende Preise, so wie hier, gibt es dort nicht. Und trotzdem werden jetzt mit dem Inflation Reduction Act noch die erneuerbaren Energien massiv gefördert. Aber Sie merken den Unterschied. Die USA bauen die erneuerbaren Energien aus und werden dann anschließend aus den sonstigen Energieträgern aussteigen. Sie von der Ampel machen das genau umgekehrt. Sie schalten fast alles ab und schauen dann, wie es weitergeht. Das ist so, als wenn Sie vom 10-Meter-Turm springen in ein leeres Becken. Denn bei all dem Bemühen, das wir ausdrücklich unterstützen, ist es völlig unklar, ob der Ausbau der erneuerbaren Energien ausreichen wird, um den stark steigenden Strombedarf zu decken. Sie, Herr Habeck, haben gesagt, wir haben kein Stromproblem. Herr Müller von der Energieagentur spricht von Rationierung. Angesichts der Energiepolitik der Ampel bin ich da eher beim Herrn Müller. Natürlich müssen wir mit unseren Partnern über den Inflation Reduction Act sprechen. Und das passiert auf europäischer Ebene ja auch. Unter Partnern darf es natürlich auch keinen Subventionswettlauf geben. Aber glauben Sie mir, wir hätten eine sehr viel bessere Verhandlungsposition, wenn Sie in Sachen Wirtschaftspolitik glaubwürdiger wären. Dazu gehört eine breit angelegte Angebotspolitik, die diesen Namen auch verdient. Dazu gehört auch eine Finanzpolitik, bei der nicht immer wieder die Gießkanne rausgeholt wird, denn die befeuert ja die Inflation. Und eine Bemerkung in diesem Zusammenhang, gestern wurde auch der Jahreswirtschaftsbericht hier diskutiert, das war schon bemerkenswert, wie man sich hier gefeiert hat für 1,9% Wachstum. Rund die Hälfte kommt aus Corona-Effekten, die andere Hälfte ist ein statistischer Überhang. Im Prinzip hatten wir im letzten Jahr schon Stagnation, deswegen sprechen wir auch von Stagflation. Und auch in diesem Jahr werden wir eine Stagflation bekommen. Ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen ändern daran überhaupt nichts. Aus dem Ausland hört man sehr viel Kritik am deutschen Sonderweg. Ja, Sonderweg. Keine Kernkraft, das machen viele Länder dieser Tage ja anders. Kein heimisches Gas, kaum Biomasse und Berührungsängste in Sachen CO2-Speicherung oder Nutzung. Diese Option gilt es jetzt aber ausnahmslos zu nutzen, pragmatisch und ideologiefrei. Dann klappt es auch mit der Bekämpfung der Inflation, so wie in den USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act. Von besserem Wachstum ganz zu schweigen. Vielen Dank. Ja, sagt Klaus Wiener hier zur Debatte. Ja, in der EU sind vergleichbare Staatshilfen wie in den USA ja eigentlich verboten, um den Wettbewerb im Binnenmarkt eben nicht zu verzerren, auch wenn es jetzt von EU-Ratspräsident Charles Michel erste Skizzen gibt, wonach beispielsweise die EU-Regeln für Staatshilfen gelockert werden könnten. Neue Maßstäbe in der Industriepolitik. Gleichzeitig verfolgt auch China schon seit langem eine groß angelegte industriepolitische Strategie. Um zwischen diesen beiden Volkswirtschaften nicht den Anschluss zu verlieren, muss Europa bei Investitionen und deren Umsetzung größer, schneller und besser werden. Deswegen ist es entscheidend, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir endlich damit aufhören, diesen Inflation Reduction Act wahlweise als Gefahr oder, was die Linkspartei gesagt hat, als Vorbild für Deutschland zu sehen. Im Gegenteil bietet er jetzt die Gelegenheit, europäische Industriepolitik neu zu denken und in Europa ein besseres und ein attraktiveres Investitionsumfeld zu schaffen. Ja, es ist überaus alarmierend und besorgniserregend, wenn Unternehmen, die aufgrund hoher Energiepreise ohnehin schon unter Druck stehen, öffentlich darüber nachdenken, in die USA abwandern zu müssen oder zu können, um dort Steuersubventionen davon zu profitieren.
Aber es kann doch nicht unser Ansatz, unsere Reaktion sein, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und unsere Lage nur zu beklagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss vielmehr ein Anreiz für uns alle sein, dem innereuropäischen Handel und den Wohlstand mit einer neuen Investitionspolitik einen kräftigen Schub zu geben, und zwar jetzt und nicht morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Schub besteht nicht aus Abschottung, er besteht nicht aus Protektionismus und auch nicht aus Entkopplung. Wir sind aufgrund unseres offenen Marktes hier in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich, und das muss auch weiterhin unser Weg sein, den wir selbstbewusst einschlagen. Um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen keine Europe First, sondern eine Europe Fast, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dafür brauchen wir eine klare industriepolitische Zielsetzung für Europa. Und ich will beispielhaft fünf Punkte dahin da besonders hervorheben. Erstens, wir brauchen starke, auf gemeinsame Werte basierende neue Rohstoffpartnerschaften und Handelsabkommen, insbesondere um auch einseitige Abhängigkeiten zu beenden. Zweitens, wir brauchen eine europäische Industrie- und Investitionsoffensive mit besonderem Fokus auf Zukunftstechnologien. Drittens, wir müssen wettbewerbsfähige Energiepreise schaffen in unserem Land. Es wurde heute schon oft angesprochen, wir brauchen auch in Deutschland einen Industriestrompreis, liebe Kolleginnen und Kollegen, der im besten Fall europäisch entwickelt und auch umgesetzt wird. Viertens, wir müssen mehr Investitionsanreize schaffen. Und ich glaube, darüber besteht dann auch Konsens hier im Haus, das hoffe ich zumindest. Der Inflation Reduction Act zeigt deutlich, wie mit Steuergutschriften Investitionsanreize gesetzt werden können. Und im Vergleich dazu gibt es in Deutschland für weite Teile der Industrie nur wenige Gründe, auch nachhaltig zu investieren derzeit. Und das, obwohl für die klimaneutrale Transformation massive Investitionen dringend notwendig wären. Deswegen sind Investitionsanreize hier auch in Deutschland so wichtig und so notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fünftens und abschließend brauchen wir schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, und dazu und daran ist ja auch die Ampelkoalition dran und die Bundesregierung, das freut mich insbesondere, dass momentan genau darüber verhandelt wird. Ist noch mehr zu tun, ganz sicher. Aber eins ist entscheidend, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine schleichende Deindustrialisierung müssen wir entschieden entgegentreten. Ich persönlich komme aus dem Saarland, und wenn man ehrlich ist, ist die Geschichte des Saarlandes immer eine Geschichte des Wandels, eine Geschichte des Strukturwandels gewesen. Diesen Weg sind wir erfolgreich gegangen, weil wir uns nicht vor Herausforderungen versteckt haben. Vielmehr haben wir als Saarländerinnen und Saarländer den Blick nach vorne gerichtet und uns den Herausforderungen gestellt. Und das brauchen wir jetzt auch in ganz Deutschland. Herzlichen Dank. Sagte Esra Limbacher aus dem Saarland. Für die SPD hat er hier gesprochen als Mittelstandsbeauftragter der SPD-Fraktion. Nächster Redner jetzt hier in der Aussprache zu diesem Antrag der CDU-CSU-Fraktion wird Bernd Schattner sein für die AfD. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Der Inflation Reduction Act umfasst eine Summe von 410 Milliarden Euro und soll zur Bekämpfung der Inflation in Amerika beitragen. Das Paket setzt sich zusammen aus ca. 60 Milliarden für das Sozial- und Gesundheitswesen in den USA sowie ca. 350 Milliarden, die in ein sogenanntes Klimaschutzpaket investiert werden sollen. Von einem Inflationsreduzierungsprogramm kann hierbei jedoch kaum die Rede sein. Mit dem IAA wird die amerikanische Produktion von Industriegütern in die Vereinigten Staaten zurückverlagert, um sich unabhängiger zu machen, was jedoch nichts anderes ist als klassischer Protektionismus. Durch Steuererleichterungen für den Kauf von E-Autos, welche nur gefördert werden, wenn alle Produkte des Autos ausschließlich aus amerikanischer Produktion stammen, stellt diese Situation für deutsche Zulieferer, zum Beispiel die BASF mit der Batterieproduktion, ein ernstes Problem dar. Deutsche Firmen werden also durch eine America-First-Politik nach Amerika gezwungen, um dort zu produzieren und auch dort ihre Steuern zu zahlen. Gleichzeitig sind wir aufgrund der desolaten Russlandpolitik der Bundesregierung gezwungen, amerikanisches LNG-Gas für das Vielfache des Marktpreises zu kaufen. Was für eine Leistung der deutschen Handelspolitik, welche sich lieber mit Handelsabkommen wie CETA und Mercosur beschäftigt, anstatt mit dem offenen Angriff auf den Welthandel durch die amerikanische Administration. Aber liebe Kollegen von der CDU, kommen wir doch mal direkt zu Ihrem Antrag.
Standort Europa stärken, transatlantische Partnerschaft ausbauen. Was davon soll es denn jetzt bitte sein? Wollen Sie eine robuste Antwort auf dieses Gesetz geben oder wollen Sie sich immer noch mehr zum Bückling der Amerikaner machen und die sogenannte transatlantische Partnerschaft ausbauen? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Sie haben doch als CDU aufgejault, als Trump seine America-First-Politik verkündet hat. Aber genau dieses US-Gesetz setzt dem Ganzen doch noch mal unter der Biden-Administration die Krone auf. Was steht denn drin? Lasst uns zuerst mit der Taskforce reden, dann mit der EU reden und zu guter Letzt reden wir erneut mit den Amerikanern wegen neuer Partnerschaften. Außer Reden steht in Ihrem Antrag nichts Konkretes drin. Sie scheinen die Reich und Tragweite dieses neuen Gesetzes überhaupt noch nicht verstanden zu haben. Dieses Gesetz ist ein offener Angriff auf den globalen Handel und damit eben auch auf deutsche Arbeitsplätze. Und hier gilt es, eine robuste Antwort zu finden, um den Amerikanern klarzumachen, dass sollten Sie dieses Gesetz so umsetzen, wir als Deutschland, aber auch als Europa, das Gleiche mit amerikanischen Gütern machen werden. Aber stopp! Wir haben ja unserem ehemaligen größten Rohstofflieferanten gerade den Krieg erklärt, indem wir Kampfpanzer und Artillerie in die Ukraine liefern und den Gegnern in Deutschland an den entsprechenden Waffen ausbilden. Entsprechend haben wir ja gar keine andere Option mehr für Rohstoffe. Die Bundesregierung hat sich auf Gedeih und Verderb der US-amerikanischen Administration ausgeliefert. Aber wie sagte der Kanzler diese Woche sinngemäß, liebe Leute, schaltet euer Gehirn aus und vertraut einfach mal der Regierung. Das werden wir schon machen, genauso wie wir es bei Corona auch gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist manchmal schon unerträglich in diesem Haus, dass die Nazis mal abgefackelt haben, solche Reden zu hören, die in der Tradition der 20er Jahre der Nazis hier davon reden, Deutschland mache sich zum Bückling der USA. Es ist unerträglich. Zweite Bemerkung. Ich bin mit der negativen Betrachtung des Inflation Reduction Acts vieler Redner und Kolleginnen und Kollegen in dieser Form nicht uneingeschränkt einverstanden. Erstmal muss man verstehen, was ist er? Diesen Inflation Reduction Act hätte es nie gegeben ohne das Pariser Abkommen. Das Pariser Abkommen zum Klimaschutz zu den 1,5 Grad, dem ist vorangegangen ein US-chinesisches Abkommen zum Klimaschutz. Das hat auf US-Seite John Podesta verhandelt, Gründer des Center for American Progress. Dieser John Podesta ist heute dafür verantwortlich, die Implementierung der 397 Milliarden Dollar für im Rahmen dieses Programms auf den Weg zu bringen. Es ist der Weg, den die USA einschlagen, um die Treibhausgase, die sie haben, bis 2030 um die Hälfte gegenüber 2005 zu reduzieren. Das ist etwas, was man aus Gründen des Klimaschutzes, der Verantwortung vor dem Weltklima nur begrüßen kann. Und es ist auch in den deutsch-amerikanischen oder europäisch-amerikanischen Fragen eine ganz große Tat. Denn wenn wir dahin kommen wollen, hier in Europa tatsächlich Klimaclubs zu gründen, dann ist die aktive Klimapolitik der USA Voraussetzung dafür, dass US-Unternehmen auf den europäischen Binnenmarkt kommen können. Wir sind nicht schwach, sondern wir versuchen in Partnerschaft mit den USA die Dekarbonisierung der Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, in einer Welt, in der alle Industriepolitik betreiben, in einer solchen Welt kommt man nicht mit naiver Marktgläubigkeit weiter. In einer solchen Welt muss man sich Gedanken machen über eine eigene Industriepolitik. Und vielleicht kann man sogar was lernen von den Amerikanern. Zum Beispiel die Regel, dass mit einem bestimmten Aufwuchs 80% der Mineralien für Batterien künftig aus den USA oder aus Ländern kommen können müssen, mit denen die USA Handelsabkommen haben. Ist das nicht auch eine Idee für Europa? Oder sollen wir so weitermachen, wie Felix Banacek ja zu Recht beschrieben hat? Wir vertreiben Zukunftsindustrien aus Deutschland, das kostet uns 100.000 Arbeitsplätze. Und am Ende des Tages steht die Welt vor einem chinesischen Monopol.
Ja, wir brauchen eine europäische Industriepolitik. Da hat Robert Habeck recht. Aber was ist das eigentlich für ein Reflex an dieser Stelle auf europäische Industriepolitik, zuerst Subvention und dann Verschuldung zu assoziieren? Gucken Sie sich doch mal den Inflation Reduction Act an. Der ist nicht schuldenfinanziert. Er beruht in einem Umfang von fast dem Doppelten der Ausgaben auf einer Verbesserung der Steuerbasis, auf einer Verbesserung des Steuervollzuges und auf höhere Abgaben auf Medikamente an dieser Stelle. Er ist einnahmefinanziert. Und da bin ich bei dem Kollegen der SPD, der hier an dieser Stelle gesagt hat, wir müssen uns auch über Eigenmittel der Europäischen Union unterhalten. Ja, ich glaube an dieser Stelle, wir brauchen eine europäische Industriepolitik. Diese Industriepolitik muss lernen von Elementen Local Contents und sie muss die künftigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten. Dann, glaube ich, sind wir auch auf Partnerschaft und Augenhöhe mit den USA und können verhindern, dass China erneut neue Monopole aufbaut. Vielen Dank, Herr Kollege Tredin. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Karl-Julius Kronenberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir hinten an. Auf die Aussprache im Ausschuss freue ich mich. Die politisch relevante Frage an die Union lautet anders. An wen richtet sich eigentlich Ihr Antrag? An den Bundestag? Oder wäre nicht in Wahrheit das Büro der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die richtige Adresse für diesen Antrag gewesen? Die Union kann ja entweder für Subventionen sein oder dagegen, aber entscheiden sollte sie sich schon. Wer in Brüssel die Einrichtung eines schuldenfinanzierten europäischen Souveränitätsfonds fordert und in Berlin genau das Gegenteil, der riskiert den Vorwurf, ein Fähnlein im Winde zu sein. Vielleicht sollte der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz da mal eine Klärung herbeiführen. Soweit zum Antrag, jetzt zum Inflation Reduction Act. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und da kommt mir der Inflation Reduction Act so vor wie, sagen wir mal, wie Herr Turtur. Sie erinnern sich, Herr Turtur war der Scheinriese aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ein Scheinriese, der von Weitem riesig und bedrohlich aussah. Und je näher man ihm kam, desto kleiner und harmloser wurde er dann. Das IRA-Volumen von 400 Milliarden Dollar erscheint groß. Er streckt sich tatsächlich aber über 9 Jahre und entspricht damit ca. 0,14% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, also nichts und dreimal nichts im Vergleich zu unserem Abwehrschirm des letzten Jahres. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 7,5 Milliarden Dollar Kaufprämie für Elektrofahrzeuge stark protektionistische Züge tragen. Deshalb begrüßen die Freien Demokraten, dass die Kommission mit den USA über die Gleichbehandlung europäischer Automobilhersteller verhandelt hat und auch einen großen Schaden abwenden konnte. By the way, wer mit den USA ein Freihandelsabkommen hat, genießt Gleichbehandlung schon jetzt. Freihandelsabkommen machen Sinn. Sie nutzen, falls da hier noch jemand Zweifel hatte. Bleibt die Frage, ob angesichts der massiven Investitionsbeihilfen europäische Unternehmen scharenweise in die USA abwandern. Da gibt es mehr Kriterien als nur den Lockruf von Subventionen. Unternehmen werden sorgfältig prüfen, ob sie vor Ort überhaupt ausreichend Personal finden. Mit welcher Qualifikation und zu welchen Kosten? Ja, Ammoniak, chemische Grundstoffe mit hohen Energie- und niedrigen Personalkosten wandern vielleicht ab. Okay, aber der Mittelstand, der Maschinenbauer? Ich rate ab, einmal mehr das Schreckgespenst der Deindustrialisierung in Deutschland heraufzubeschwören. Im Gegenteil, amerikanische Investitionen in Klimaschutz bieten enorme Exportchancen für unseren Mittelstand. Freuen wir uns darauf. Die tatsächliche Gefahr von IRA ist also im Grunde ein Subventionswettlauf. Ein Subventionswettlauf kennt nur Verlierer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Effekte heben sich gegenseitig auf, die Kosten im Staatshaushalt bleiben, die Produktivität und Effizienz der Unternehmen sinken, die Wettbewerbsfähigkeit gleich mit. Am Ende ist China der lachende Dritte. Das wollen wir nicht. Subventionswettlauf scheidet aus.
Nehmen wir mal den Automobilsektor und die Industriepolitik. Da haben unsere französischen Freunde eine andere Tradition als wir. Mit dem Ergebnis, dass aller Planifikation und Industriepolitik zum Trotz die französischen Autobauer weder in den USA noch in China eine Rolle spielen. Anders als die deutsche Autoindustrie. Anders auch als die französische Luxusgüterindustrie, die nicht in den zweifelhaften Genuss der Industriepolitik gekommen ist. Stattdessen oder besser deswegen hat die nämlich Weltmarktführerschaft erlangt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen brauchen wir mehr globale Wettbewerbsfähigkeit und nicht Industriepolitik. Die bessere Antwort auf IRA ist die Vollendung des europäischen Binnenmarkts. Wenn mir Vertreter großer Unternehmen die Klage vortragen, dass sie allein schon deshalb nicht auf China und die USA verzichten können, weil nur da Skalenvorteile erzielbar sind, dann frage ich mich, wo sind die europäischen, die Standardisierung, wo ist die Vollendung des Binnenmarkts? Überall gelten noch andere mitgliedstaatliche Standards. Harmonisierung sind wir noch weit von entfernt. Da rauft man sich die Haare. Das Gegenteil wäre richtig. Europa muss weltweit Industriestandards setzen, gerne gemeinsam mit den USA. Diesen Wettlauf dürfen wir nicht gegen China verlieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Außen brauchen wir mehr Freihandel mit Afrika, mit Asien, mit Südamerika. Gut, dass wir eine neue Dynamik gefunden haben. Wir brauchen auch neue Kooperationen. Es wurde darüber gesprochen, transatlantischer Rohstoff- und Klimaclub beispielsweise. Sehr gern. Die Vollendung des Binnenmarkts im Innern, mehr Kooperation und Handelsabkommen im Außen, mehr Geschwindigkeit in allem. Das sind die Antworten auf IRA und auf China gleich mit. Vielen Dank, Herr Kollege Kronenberg. Kallius Kronenberg war das für die FDP-Fraktion, der Sprecher für Mittelstand und Freihandel der Liberalen. Ihm folgt jetzt hier als nächster Redner Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Inflation Reduction Act ist in aller Munde. Es geht darum, dass die USA die klimafreundlichen Industrien massiv fördern möchten, massiv fördern. Das ist zunächst einmal, wir haben es öfter schon gehört, nicht verwerflich. Was fehlt, ist eine abgestimmte europäische Antwort. Was fehlt, ist die Koordinierung auf Seiten der EU. Wieder einmal eine vertane Chance der Ampelregierung, hier voranzugehen und innerhalb der EU zu koordinieren, aber auch gemeinsame Ziele zu formulieren. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen, das sogenannte Level Playing Field. Auch für europäische Unternehmen nach wie vor gilt, dass einseitiger Protektionismus, ein Subventionswettlauf schädlich sind. Nach wie vor gilt aber auch, dass wir als EU und als Deutschland weiter an der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Standorts zu arbeiten haben. Wir sind an einer Vielzahl von Regelungen, das gut gemeint, häufig nicht gut gemacht ist. Ob das die Sustainable Finance Verordnung ist, die teilweise Innovation und Neues verhindert, ob das die sogenannten IPCEI-Projekte sind, also die Projekte mit gemeinsamem europäischen Interesse. Im Vergleich braucht man in Europa da zwei Stabstellen. Beim Inflation Reduction Act wird man zwei Seiten Papier brauchen, um die zu beantragen. Diese sind oft kompliziert und langwierig in ihrer Umsetzung. Wir brauchen eine funktionale Regulierung, beispielsweise auch bei den Wasserstoffnetzen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Europa. Es geht dabei nicht um Geld, das ins Schaufenster gestellt wird. Die EU muss hier schneller, unbürokratischer und unkomplizierter werden. Die Unternehmen brauchen vor allem Planungssicherheit für ihre Investitionen. Wir sollten als EU außerdem die Chancen nutzen und jetzt gerade natürlich mit den USA auch kooperieren. Wir müssen uns mit einem Binnenmarkt von 450 Millionen Menschen nicht verstecken. Wir können globale Ziele nur gemeinsam erreichen, Stichwort Klimaclub, aber auch Stichwort gemeinsamer Emissionshandel in einem nächsten Schritt. Ein europäisches Börsensegment beispielsweise für Erneuerbare, für Zukunftstechnologien könnte ein Ansatz sein, gerne auch gemeinsam mit den transatlantischen Partnern. Privates Kapital stellt nach wie vor den größeren Hebel dar. Dieses muss weiter akquiriert werden für Gründungen, für Startups, für Innovation. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen Tatkraft und wir müssen diese auch zulassen. Wir brauchen nicht mehr Planwirtschaft, wir brauchen mehr Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Marktwirtschaft ist der Schlüssel und nicht das Problem. Wir müssen aber auch national besser und vor allem schneller werden. Der Standort Deutschland ist massiv in Gefahr. Die Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab, die Wohlstandsverluste nehmen zu. Andersrum sollte es eigentlich sein. Immer mehr
Unternehmen und übrigens auch Mittelständler überlegen, ihren Unternehmenssitz oder die entsprechende Erweiterung nicht in Deutschland umzusetzen, sondern anderswo und oft eben natürlich auch in den USA. Übrigens ein Fünftel der Mittelständler überlegt, eben solche Anstrengungen entsprechend zu unternehmen. Es droht nicht nur die Verlagerung der Produktion, sie findet statt. Im letzten Jahr wurde beispielsweise in der chemischen Industrie rund 10% weniger in Deutschland produziert. Und diese Beispiele müssen uns doch aufrütteln, wachrütteln. Diese Beispiele sind drastisch. Es droht die Deindustrialisierung des Landes. Und wenn die Industrie verschwindet, dann gibt es auch nichts mehr zu transformieren. Und das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Wir brauchen also auch eine neue Wettbewerbsagenda. Wir brauchen eine neue Reformagenda insgesamt. Und beim Thema der Energieversorgung einen Fokus auf natürlich den Ausbau der Erneuerbaren, aber auch auf Versorgungssicherheit und vor allem auch auf Bezahlbarkeit. In dem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenz. Sagt Andreas Lenz hier für die CDU-CSU-Fraktion in dieser Aussprache, in der wir übrigens auch noch mal für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium hören werden. Aber jetzt erst noch einen anderen Redner, Sebastian Rohloff für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja immer ganz gespannt, wenn ein CDU-Wirtschaftsantrag angekündigt ist. Und auch in diesem Mal werde ich nicht enttäuscht. Sie liefern wieder einen Antrag, der gar nicht dazu passt, was Sie sonst immer erzählen. Also das finde ich ganz bemerkenswert, dass Sie jetzt auf einmal für massive Investitionen sind. Da, wo wir jahrelang den möchte fast sagen, Fetisch der schwarzen Null und absolute Abneigung gegen jede Form von Steuererhöhungen im Gegenteil gehabt haben, sind jetzt auf einmal massive Investitionen erforderlich. Und sie fordern eine kluge Infrastrukturpolitik. Finde ich gut. Habe als insbesondere bayerischer Abgeordneter da noch ein bisschen schmerzende Erinnerungen an die Performance von CSU-Verkehrsministern, ehrlicherweise. Aber schön, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ein bisschen schade, dass der Kollege Frey nicht da ist. Der hat zu dem Thema sehr schöne Pressemitteilung gemacht diese Woche, aber das machen wir natürlich nicht in Abwesenheit. Ist aber bedauerlich, dass wir das nicht thematisieren können. Aber genug dazu. Selbstverständlich ist unbestreitbar, dass wir eine europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act brauchen, der absoluter industriepolitischer Paradigmenwechsel ist. Und um international wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gucken, dass wir die Vorzeichen der Wirtschafts-, Handels- und Industriepolitik als Grundlage für eine starke und attraktive EU neu ausrichten. Wir haben gestern zum Jahreswirtschaftsbericht diskutiert und schon da habe ich gesagt, wir brauchen einen Whatever-it-takes-Ansatz und zwar mit klar definierten Kriterien, auch so, wie das die USA ein Stück weit machen, nicht unbedingt dieselben, aber so in der Richtung kann der amerikanische Weg Vorbild sein. Was meine ich damit? Die Unterstützung, die staatliche, wird da zum Beispiel daran geknüpft, dass die Maßnahmen zur aktiven Emissionseinsparung beitragen, dass die Beschäftigten angemessen bezahlt werden und dass die Unternehmen tariflich organisiert sind. Wer da immer dann in diesem Zusammenhang darüber redet, dass die Demokraten in den USA ja bestenfalls sehr konservative Sozialdemokraten sind, der sollte sich das noch mal sehr konkret angucken, weil da würde ein großer Teil dieses Hauses hier Schnappatmung kriegen, wenn wir das vereinbaren würden. Man kann sich's aber auf jeden Fall mal vornehmen. Wir sollten in Europa auf jeden Fall Steuergutschriften und Direktförderungen zum Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Energien und alles, was sich unmittelbar auf die Dekarbonisierung auswirkt, einführen und parallel die Infrastruktur ausbauen und spezielle Industrieprogramme schaffen und insbesondere schnell und unbürokratisch. Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Klar ist, dass wir keinen Protektionismus in Europa brauchen. Ich glaube, auch außereuropäische Unternehmen dürfen, wenn sie die Regeln entsprechend einhalten, mit konkreten Auflagen selbstverständlich auch in der Europäischen Union tätig werden. Herr Kollege Alonso, eine Zwischenfrage des Kollegen Ulrich. Gerne. Ich wusste nicht, welcher Ulrich, aber ich habe es fast befürchtet. Es gibt so viele Ulrichs im Haus, aber die besten haben ein L. Herr Rohloff, erstmal vielen Dank, dass Sie das Thema angesprochen haben, auch mit der guten Arbeit und mit gewerkschaftlichen Jobs. Das ist ja wirklich das. Sie haben eben gesagt, das würde einige hier zur Schnappatmung bringen, wenn Sie sich das mal genau anschauen würden. Ich behaupte jetzt mal als Linker, der schon ein paar Jahre hier im Haus ist, die Schnappatmung ging bis in die SPD-Fraktion hinein. Aber wenn Sie da eine Kehrtwendung machen, das Gute ist ja, Sie sind jetzt der erste Redner von allen, die das Thema der guten Arbeit damit in Zusammenhang gebracht haben. Meine Frage aber an Sie, wir haben ja jetzt schon viele IPCEI-Projekte in Deutschland, wo es diese Verknüpfung nicht gibt mit
Tarifbindung oder Mitbestimmung. Wird sich die SPD-Fraktion ab jetzt beim Wirtschaftsminister dafür einsetzen, dass solche Projekte in Deutschland auch jetzt verbunden werden mit guter Arbeit? Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Ich bin ja ein bisschen froh, dass Sie den ersten Teil der Frage als Feststellung gemacht haben. Das heißt, ich muss dazu nichts sagen, aber es könnte sein, dass es da vielleicht in Einzelfällen noch Diskussionsbedarf gibt. In Einzelfällen aber nur. Herr Meiser, Sie müssen jetzt nicht mir auch noch in den Rücken fallen. Und ja, also wir müssen nicht beim Bundeswirtschaftsminister uns für irgendwas einsetzen, sondern wir diskutieren das sehr grundsätzlich und auch sehr umfassend in der Ampel. Und selbstverständlich werden wir uns als SPD-Fraktion auch in dieser Frage stark machen und bin mir sehr sicher, dass wir wie so oft, auch wenn Sie das dann wieder nicht zufriedenstellen wird, wahrscheinlich vom Ergebnis, zu einem guten Ergebnis kommen werden. Aktive Industriepolitik, die wir machen müssen, bedeutet über die genannten Themen hinaus natürlich auch eine Offensive im Breitbandausbau und der Wasserstoffinfrastruktur. Und auch das können wir nicht oft genug sagen, wir müssen beim Industriestrompreis schnell belastbare Fortschritte machen. Und selbstverständlich werden diese Maßnahmen Geld kosten. Das bleibt ja nicht aus. Und dementsprechend, weil man mit den Schecks auf die Zukunft natürlich vorsichtig sein sollte, muss man sich überlegen, wie wir in dieser schlimmen Krise die Vermögendsten und Besserverdienenden, die ja in den letzten Jahren ihren Reichtum oft noch steigern konnten, besser an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen können. Eine europäische Antwort auf den IRA braucht natürlich auch eine europäische Antwort bei der Finanzierung. Und abschließend darf ich sagen, dass diese ganzen Maßnahmen nicht funktionieren werden, selbst wenn wir politische Mehrheiten dafür haben, wenn wir nicht die Fachkräfte und gut qualifizierte Beschäftigte haben, die das dann umsetzen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz ebenso wie bei der Steigerung der Frauenerwerbsbeteiligung und der Qualifizierungsoffensive breite Fortschritte machen. Und wenn wir dann auch noch eine Ausbildungsgarantie hinkriegen, die den Namen verdient, bin ich vollends zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Thielmann, Kuban, CDU-CSU-Fraktion. Thielmann, Kuban sitzt im Wirtschaftsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Inflation Reduction Act hat eine tiefere Bedeutung, die mich wirklich nachdenklich macht und durchaus auch etwas beunruhigt. Die USA schauen mehr und mehr in Richtung des Pazifiks und weniger über den Atlantik. Sie haben China mehr im Blick als Europa. Und was haben wir alle hier im Haus? Gejubelt, mich eingeschlossen, als Joe Biden die letzte Präsidentschaftswahl gewonnen hat und Donald Trump das White House endlich verlassen hatte. Wir haben geglaubt an eine große Renaissance der transatlantischen Partnerschaft. Und am Ende müssen wir feststellen, dass immer noch die gleiche Agenda gilt, America first. Und dafür ist der IRA am Ende beispielhaft. Wir alle sind uns, glaube ich, hier einig, dass die Buy American-Klauseln uns nicht ruhen lassen dürfen. Insbesondere im Bereich der Automobilwirtschaft, lieber Herr Kollege Banaschak, übrigens auch im Bereich der Wasserstoffwirtschaft sind diese vorhanden. Und deswegen müssen wir reagieren. Und ich sage Ihnen auch sehr deutlich, auf Protektionismus reagiert man nicht mit Protektionismus und schon gar nicht mit schuldenfinanzierten Protektionismus auf Kosten der nächsten Generation. Vielmehr müssen wir als Staat den Unternehmen Freiräume geben für ihre Innovationen, für ihre Investitionen. Und deswegen lassen Sie uns die Probleme bei der Wurzel packen, lassen wir sie uns wirklich angehen und auch einsehen, was wir hier verändern müssen. Ja, auch wir als Union haben mit Sicherheit in den letzten Jahren nicht alles richtig gemacht, dass wir heute die höchsten Unternehmenssteuerlast haben, dass wir heute den höchsten Strompreis in Deutschland haben und dass wir eine der höchsten Bürokratiebelastungen haben. Aber lassen Sie uns jetzt die Zeitenwende auch bei der Arbeitsplatzsicherung wirklich ernst nehmen. Und dafür hilft am Ende eben kein Klagen, sondern konkretes Handeln. Und ich will Ihnen 5 Punkte nennen. Das erste ist, wir reichen Ihnen dafür die Hand, dass wir ein Belastungsmoratorium wirklich in Deutschland und Europa durchsetzen, damit die Unternehmen eine Atempause bekommen.
Aber leider haben wir immer noch neue Vorschriften, neue Berichtspflichten im Bereich des Lieferkettengesetzes, der Ökodesign-Richtlinie oder auch beim Hinweisgeberschutzgesetz. Das hat mit Zeitenwende leider wenig zu tun. Wir reichen Ihnen die Hand für schnellere Handelsabkommen. Lieber Herr Trittin, dass wir im Zweifel auch EU-Only-Abkommen fertigstellen, damit wir schneller neue Partner bekommen und nicht alles mit neuen Nachverhandlungen überfrachten. Da sind Ihre Kollegen meistens auch vorne mit dabei. Wir reichen Ihnen die Hand für verlässliche Energiekosten. Der Industriestrompreis ist genannt worden. Der Bundeskanzler hat einen Industriestrompreis im letzten Wahlkampf versprochen von 4 Cent. Wir werden ihn daran messen. Und wir sehen, dass viertens die Franzosen, die Österreicher und andere unterwegs sind, die Unternehmenssteuern zu senken, um den Unternehmen am Ende auch ihre Freiräume zu geben für Investitionen. Auch hier reichen wir Ihnen die Hand. Wir sind gerne bereit, diese Freiräume der Zeitenwende mitzugestalten. Und fünftens, die neue Deutschlandgeschwindigkeit, die wir gemeinsam angehen wollen. Lassen Sie sie uns ernst nehmen. Wir reichen Ihnen auch da die Hand für die Abschaffung des Verbandsklagerechts, für die Abschaffung von überzogenen Artenschutz- und Umweltschutzvorgaben. Wir sind gerne bereit, daran mitzuwirken. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen. Denn unsere Antwort auf America First darf am Ende nur lauten, Make Europe faster and stronger. Und das sollte die gemeinsame Antwort dieses Hauses sein. Vielen herzlichen Dank. Ja, ein Teil davon hat die CDU-CSU-Fraktion ja auch diesen Antrag geschrieben, der hier zugrunde liegt. Und jetzt hören wir noch mal die Reaktion der Bundesregierung darauf, nämlich die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Wirtschafts- und Energieministerium, Franziska Brandner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Also, lieber Kollege Kuban, dass Sie angesichts des massiven Engagements unserer amerikanischen Verbündeten in der Ukraine der beiden Administration America First vorwerfen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn wir sehen, wie sehr unsere amerikanischen Verbündeten mit uns hier gemeinsam streiten und kämpfen, dann kann unsere Antwort in Momenten, in denen es schwierig ist, nur eine konstruktive sein und keine Vorwürfe an die beiden Administrationen im Stil von Herrn Kuban. Und wenn Sie nach 16 Jahren CDU-Regierung sagen, dass wir den höchsten Bürokratiestand in Europa haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, das waren wohl keine guten 16 Jahre für die deutsche Wirtschaft. Und lassen Sie mich zu den zwei großen Herausforderungen reden, die wir ja haben weltweit. Wir sehen, dass die großen Autokratien konsequent wirtschaftliche Interessen den politischen unterordnen. Und das bedeutet, dass das aktuelle, es geht nur nach dem Preis, das Billigste gewinnt, uns in Abhängigkeiten führt, die auf Dauer unseren Wohlstand gefährden. Das ist die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, das ist das, was Lukas Köhler erwähnt hatte, the race to zero. Wie schaffen wir es so, den Klimaschutz voranzubringen, dass dadurch die Industrie gestärkt wird? Wer schafft es zuerst, die Industrie dekarbonisiert zu haben? Und die amerikanische Antwort auf diese beiden Herausforderungen ist der Inflation Reduction Act. Und daran ist gut, dass es klarstellt, dass die Märkte der Zukunft grün sind. Und das wird auch uns helfen, auch unserer Wirtschaft wird genau diese Klarheit und diese Aufgaben helfen. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dafür gemeinsam zu sorgen, dass dieser Race to Zero kein Race to the Bottom wird, sondern ein gemeinsamer Race to the Top. Das ist die Aufgabe, die wir haben, diese gemeinsam zu gestalten. Und dafür gibt es zwei Antwortstränge. Das eine sind die Verhandlungen mit den USA und das andere ist die Stärkung der europäischen Industriepolitik. Zum Ersten. Wir haben bei den E-Autos einen wirklich guten Schritt gesehen und wir sind auch bei den weiteren Beschränkungen in extremen und guten und konstruktiven Dialog. Ich sage nur Stichwort Rohstofflieferketten, resilient und nachhaltig aufstellen. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg, hier Lösungen zu finden. Also die Kommission verhandelt mit unserem vollen Backing, hier die Beschränkungen für uns weiter zu erleichtern. Zweitens, europäische Industriepolitik. Ich finde, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen, immerhin auch ihre CDU-Parteikollegin, zu dem Thema eigentlich alles ja auch gesagt hat.
Sie hat einen klaren Fahrplan aufgelegt, wie eine europäische Industriepolitik auszusehen hat. Sie hat gesagt, wir müssen schneller, klüger und strategischer werden bei der Vergabe und bei der Beihilfe. Richtig ist das. Zweitens, Produktionskapazitäten und Innovation bei uns stärken durch kluge Förderinstrumente und einen regulatorischen Rahmen, der den Markthochlauf ermöglicht. Dass wir eben, wenn wir Batterien fordern und fördern, gleichzeitig die Rohstofflieferketten und das Recycling mit dabei haben, dass wir Kreislaufwirtschaft regulatorisch damit vorbeibringen. Das ist genau das Kluge, wie wir auch bei uns Produktion stärken können. Haken dran. Und dann hat Frau von der Leyen gesagt, und da hat sie recht, dass wir unseren Binnenmarkt stärken müssen und auf keinen Fall gefährden dürfen. Und bei allem internationalen Handel sollten wir hier im Deutschen Bundestag nicht vergessen, dass der europäische Binnenmarkt die Lebensversicherung unserer Wirtschaft ist und die Basis für unseren Frieden und unsere Freiheit. Und in diesen Zeiten ist das das Wichtigste, und das sollte uns auch einiges wert sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau. Sagt Franziska Brendler, die parlamentarische Staatssekretärin. Und einen Redner haben wir hier noch in diesem. Zu diesem Debattenpunkt Lennart Öl wird es sein für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die ökologische Transformation der Wirtschaft ist notwendig und unausweichlich. Sie erfordert sowohl hier in Europa als auch in anderen Industrieregionen der Welt Investitionen von immensem Ausmaß, und zwar öffentliche wie private Investitionen. Schätzungen zufolge könnte allein der Finanzbedarf allein in Europa in den nächsten 10 Jahren bei rund 350 Milliarden Euro liegen, und das jedes Jahr. Diese Investitionen sind notwendig, damit wir Wohlstand und gute Arbeit erhalten können. Die USA steht vor der gleichen Herausforderung wie wir Europäer, und es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass auch die US-Regierung diese Herausforderung annimmt. Für die Bereiche Klimaschutz und Energiesicherheit werden mit dem Inflation Reduction Act über 9 bis 10 Jahre ca. 369 Milliarden Euro bereitgestellt, und das ist gut so. Nichtsdestotrotz müssen wir auf diese Politik reagieren, und eine deutsche Reaktion auf den Inflation Reduction Act muss Teil einer europäischen Lösung sein. Und da ist das, was Sie heute als mögliche Antwort präsentieren, wird da der Dimension des Inflation Reduction Acts nicht gerecht. Durch den Inflation Reduction Act droht privates Kapital, private Investitionen in die USA abzufließen, und diese finanzpolitische Komponente fehlt in Ihrem Antrag leider vollständig. Dabei lohnt sich die finanzpolitische Analyse auf die gegenwärtige Situation. In Europa und vor allem in Deutschland finanzieren Unternehmen ihre Investitionen hauptsächlich über Bankkredite, das ganz klassische Fremdkapital. Der Kapitalmarkt jedoch, die Finanzierung über Eigenkapital, ist ein Finanzierungskanal, der in Deutschland und auch in Europa absolut unterrepräsentiert ist. Hier liegt also noch großes Potenzial. Eigenkapitalgeber sind meistens deutlich risikoaffiner als Banken und können und sind deutlich eher bereit, Zukunftsinvestitionen zu finanzieren und damit Innovation erst möglich zu machen. Und der Kapitalmarkt hat in Deutschland natürlich bedingt durch die Finanzkrise einen schlechten Ruf. Damit gilt es ein Stück weit aufzuräumen, denn zur Finanzierung der Transformation brauchen wir funktionierende Kapitalmärkte, neben einer europäischen Industriepolitik vor allem eine europäische Finanzmarktpolitik. Die zentrale Bedeutung kommt also einem Projekt zu, dessen Umsetzung bereits im vollen Gange ist. Es ist die Vollendung der Europäischen Kapitalmarktunion, der letzte Schritt zum vollständigen europäischen Binnenmarkt. Einen wesentlichen Teil der Transformationskosten werden nämlich die Unternehmen tragen. Die müssen ihre Produktion umstellen, die müssen ihre Prozesse umstellen, und dafür brauchen sie frisches Kapital, dafür brauchen sie neue Finanzierungskanäle. Gerade die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland ergeben sich dadurch ganz viele neue Chancen. Die Finanzierung der Transformation kostet Geld. Hatte ich am Anfang der Rede erwähnt. Und wo kommt das Geld her? Es kommt von Investoren. Das sind einerseits institutionelle Anleger, Versicherungen,
Pensionsfonds. Es sind aber auch private Sparerinnen und Sparer, die neue Anlagemöglichkeiten suchen, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau. Und die dritte Ebene der Kapitalmarktunion ist das europäische Finanzsystem an sich. Und nur ein gemeinsamer Kapitalbinnenmarkt hat das nötige Gewicht, um mit den Finanzmärkten in Nordamerika und Asien wettbewerbsfähig zu sein. Nur gemeinsam gelingt es uns, nur gemeinsam schaffen wir es, große Kapitalmengen in Europa auch binden zu können. Und auf dem Weg zu einem gemeinsamen Kapitalmarkt sind zwar noch dickere Bretter zu bohren, vor allem im Insolvenzrecht und im Steuerrecht, aber auch hier gehen wir große Fortschritte. An der Harmonisierung der nationalen Insolvenzvorschriften wird gearbeitet, ebenso wie an einer steuerlichen Gleichbehandlung von Finanzierung mit Fremd- und Eigenkapital. Und auch die Einigung auf eine globale Mindestbesteuerung, initiiert vom früheren Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire, war ein wichtiger Beitrag zur Steuerharmonisierung in Europa. Wir sehen also, dass die großen Hindernisse für die Kapitalmarktunion Schritt für Schritt abgebaut werden. Und diesen Weg müssen wir auch weitergehen. Die Kapitalmarktunion wird die europäische Antwort sein auf den Inflation Reduction Act. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen eine Renaissance des Kapitalmarkts in Europa. Und gerade 15 Jahre nach der Finanzkrise ist es an der Zeit, dort wieder nach vorne zu schauen. Dafür möchte ich werben. Vielen Dank. Lennart Öl war das von der SPD-Fraktion, letzter Redner zu diesem Debattenpunkt. Ja, wie soll eine europäische Antwort auf das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung, also auf diesen Inflation Reduction Act, aussehen? Wie soll der Standort Europa gestärkt werden? Darüber wollte hier die Unionsfraktion debattieren und fordert die Bundesregierung ja unter anderem auf, sich innerhalb der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass man mit den europäischen Partnern und der EU-Kommission in Verhandlungen mit der US-Regierung beispielsweise entschieden für eine Gleichbehandlung europäischer Unternehmen sich einsetzen soll. Aber auch gehört haben wir ja, die europäische Antwort auf diesen amerikanischen Inflation Reduction Act, die nimmt ja schon Gestalt an. EU-Ratspräsident Charles Michel hat Vorschläge gemacht, ein Vier-Punkte-Programm. Das soll auch Grundlage für den EU-Gipfel am 9. Februar sein.